Ich muss mich im Schrank verstecken, oder? Irgendjemand kommt. Hey Freunde, damit ein herzliches Willkommen bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zu Garfield, The Last Monday. Wir hatten schon mal eine Version von dem Spiel in YouTube Shorts gespielt. Es gab aber eine Menge Updates, das Game ist jetzt viel länger und irgendwas stimmt mit Garfield nicht, Leute. So viel kann ich euch schon mal verraten. Deswegen lasst gerne wie immer einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Wir stehen kurz vor 250.000 Abos, deswegen lasst gerne einen Abo da halt, ne? Also reden wir erstmal mit Garfield. Er sagt, er hat seinen Schlüssel verloren und fragt, ob wir ihn finden können. Und hier haben wir ja auch so ein Garagentor, das ist verschlossen. Ist das noch genau wie in der ersten Version? In der ersten Version war das Game ungefähr nur 10 Minuten lang. Es ist aber viel länger geworden jetzt, also mehr als doppelt so lang. Deswegen schauen wir mal, aber der Schlüssel... Nee, der Garagentorschlüssel ist das, genau. Der ist in der Hundehütte drin, den kriegen wir jetzt. Und dann können wir jetzt hier aufmachen, genau, aber... Oh, oh! No, no. Wir dürfen nicht die Garage öffnen. In der Garage sind, glaube ich, Sachen, die wir nicht sehen dürfen. Ich weiß noch nicht, was in der Garage ist. Das haben wir in der ersten Version auch nicht rausgefunden. Aber Garfield saß mit seinem dicken Hintern hier auf dem Schlüssel. Den haben wir jetzt. Warte mal, was ist das? Das ist neu. Eine CD? Ich habe nicht genau lesen können, was draufsteht, aber wir können jetzt hier öffnen. Und Garfield schmeißt uns rein. Oh nein. Während du da unten bist, kannst du was für mich tun. Okay. Mein Meister hat eine Unordnung gemacht und an die Wände gekritzelt. Du kannst es mit Sprühfarbe überdecken. Er hat uns hier runtergeschmissen durch diese Kellerluke. Und hier sind jetzt alle möglichen komischen Symbole an den Wänden. Hi, hi Garfield. Kannst du nicht einfach ein Seil holen und mich rauslassen? Hier ist ja irgendwie so ein Walkie-Talkie, das können wir aber nicht benutzen. Hier können wir jetzt einfach drüber sprühen. Nice. Ah, und doch, nimm das Walkie-Talkie und dann kann ich dir durch das Haus helfen, sagt er. Okay, eine Taschenlampe haben wir übrigens nicht. Genau, und hier ist jetzt dieser Käfig oder was das ist. Ich glaube ja, Garfield ist ein bisschen durchgedreht und hat seinen Meister, wie er ihn nennt, hier unten eingesperrt. Heißt Garfields Herrchen nicht John? Aber ich weiß es nicht genau. Wir sprühen das hier auch mal über. Okay, das war alles im Keller. Ah ja, genau. Wir sollen noch was aus diesem Safe hier rausholen. Und was ist der... Okay, wir haben immer nur eine bestimmte Zeit, den Code einzugeben. Oh, ich weiß nicht mehr, was dieser Code war. Aber warte, ich glaube... Können wir nicht... Nee, das hier kann ich nicht öffnen. Wir brauchen einen Schlüssel dafür, oder? Das hier ist auch verschlossen. Moment, hier liegt doch irgendwo ein Schlüssel, oder? Weil nach oben können wir doch auch noch nicht, oder? Nee, nach oben können wir noch nicht. Okay, warte, hier muss irgendwo ein Schlüssel sein. Damit können wir dann diesen Käfig öffnen. Und ich glaube, darin finden wir einen Hinweis auf den Code. Genau. Schlüssel gefunden. Let's go. Damit können wir jetzt öffnen. Und hier steht jetzt... Stay inside, bleib drin. Safe inside. Böse Katze, nicht gucken. Lügen, lügen, lügen. Die Katze, Kitty hat alles gegessen. Draußen sind die Träume, outside is dreams. Ganz merkwürdige Zeichnung, bla bla bla. Blöde Musik. I miss Kitty, no Kitty. Oh, da steht der Code. Was, warte, was ist das? 67810 oder 01876? 01876, oder? 01876. Aber es sind doch nur vier Zahlen, oder? Warte, wir testen mal. 01 01876. Das war er! Oh. Nimm das. Nimm es! Ich muss mich verstecken. Mach auf, mach auf, mach auf. Lass mich rein. Mach zu. John ist hier unten. Oh. Ist das John? Das Herrchen? Der Meister? Ist er da? Oh, ja. Lauf nach oben, bevor er dich erwischt. Okay, okay. Wir laufen schnell. Hoch, 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 hoch. Okay, bin oben. Und der Keller ist hinter uns zugegangen. Die Kellertür ist hinter uns zugegangen. Wir sollen weiter diese Zeichen übersprühen. Okay, ich mach das mal. Was ist hier? Nichts. Doch, das Haus von außen können wir da sehen. Hier liegt überall Müll und so. Was ist hier? Oh, eine riesen Strichliste. Okay, wow, was ist hier denn? Warte, hier konnte man noch irgendwie... Oh, wir haben ihn hier unten eingesperrt. Er kommt nicht mehr raus. Okay, warte, hier ist... Was ist hier denn? Zwei Matratzen irgendwie. Da ist diese Glühbirne. Die können wir mitnehmen, genau. Und können die hier jetzt einsetzen. Ich erinnere mich, das war auch noch alles
Genau, das war auch noch alles in der ersten Version vom Game. Und jetzt? Ich bin nicht der Meister. Werf das Relikt in den Ofen. Boah, was geht denn hier ab? Okay, wir schmeißen es in den Ofen. Und hier hat die erste Version vom Spiel aufgehört. Das hier ist alles neu. Ab hier kenne ich das Spiel nicht mehr. Ab hier weiß ich nicht mehr, was hier abgeht. Und jetzt sollen wir erstmal natürlich Lasagne in den Ofen packen. Okay, kein Problem. Lasagne im Ofen. Und die läuft jetzt erstmal eine Weile. Wenn der Timer abläuft, hol die Lasagne raus. Oh, bis dahin kannst du deine Spielsachen wegräumen. Was? Garfield ist hier der Herr im Haus oder was? Und wo soll ich die Spielsachen hinbringen? Hä? Hier ist ein Schlüssel. Also da läuft jetzt ein Timer. Und wir sollen jetzt... Ah, hier ist eine Spielzeugkiste. Okay. Können wir in den Keller? Nee. Okay, hier sind noch mehr Spielsachen. Wir haben den Lasagne-Timer. Den Lasagne-Timer oben rechts. Und wir müssen jetzt erstmal unseren ganzen Krempel wegräumen. Kann ich hier rein? Auch nicht. Okay, was ist das hier draußen? Oh, wir sollen erst unsere Aufgaben erledigen, bevor wir raus dürfen. Okay, kein Problem. 10 Spielsachen mit... Warte, hier liegt auch noch was. Kleiner süßer Kuschelbär. Ist der Wecker auch? Nee. Hätte ja sein können, dass der Wecker auch als Spielzeug zählt. Okay, wir räumen mal alles weg. Okay, Toy Nummer 8. Ich glaube aber, ich weiß nicht, wo die nächsten sind. Warte mal, weil hier liegt doch gar nichts mehr, oder? Hier... Ah, okay, hier ist noch so ein Auto. Dann sind das 9 von 10. Aber wo ist denn 10 von 10? Das schmeißen wir weg. Also in die Kiste halt. Ist... Oh, das Relikt. Das komische Katzenrelikt, was wir eben verbrannt haben. Das zählt jetzt hier als... Alles... Wo? Oh, was? Was war jetzt los? Oh! Der dämliche Hund hat im Garten gegraben. Geh nachsehen, was er vergraben hat. Du brauchst die Schaufel aus der Garage. Okay. Wieso? Oh, er hat gerade gesagt, den Schlüssel am Ende vom Flur sollen wir holen. Der Schlüssel am Ende vom Flur? Jump? Wow, was? Jetzt? Und jetzt? Oh, ich kann voll hochspringen. Kann ich zurückspringen? Lass, nein! Nein, ich falle! Oh, doch nicht. Okay, aber ich sehe ja nichts. Wo muss ich denn hinspringen? Ah, das nächste ist hier oben. Das sieht man ja gar nicht. Wow, bin ich... Boah, ich bin vorbeigesprungen, glaube ich. Okay, jetzt bin ich drauf. Nochmal hier hoch. Alter, wir sind in irgendeinem großen Nichts. Im großen Void. Und müssen hier... Oh, fast schon wieder runtergefallen. Und müssen hier irgendwo hinspringen. Ey, das ist ja mal gar nicht... Alter, da unten ist der Flur, von wo wir gekommen sind. Das ist ja mal gar nicht verstörend oder so, hä? Wo kommen wir denn überhaupt hin? Oh! Wo bin ich? Was? Irgendwo im Himmel auf Wolken? What? Wir sind wie im Himmel auf Wolken. Sammeln wir Münzen ein auf einmal. What? Ist ja gar nicht... Oh, da drüben ist der Schlüssel. Ich kann ihn sehen. Der Schlüssel ist am Ende von den Münzen. Okay, warte. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Hier rüber? Ah, wie strange ist das denn bitte? Was passiert denn hier? Ey, das ist seit langem das merkwürdigste Game, was ich gespielt habe. Oh, nein! Nein, wir stürzen ab! Oh, ich muss ganz von vorne wieder anfangen. What? Oh, wir sind fast beim Schlüssel, Leute. Wir sind, ja, fast da. Hab ich ihn? Ich hab ihn. Oh, und es ist nur eine Minute vergangen auf dem Lasagne-Timer. Was? Wir machen auf. Hier ist unser Auto. Und wir nehmen die Schaufel mit. Und jetzt sollen wir ausgraben, was auch immer der Hund im Garten vergraben hat. Schauen wir mal nach. Oh! Oh! Wie viele Löcher sind das denn? Was hat er denn alles vergraben? Wir graben hier mal aus, aber hier scheint ein Ball. Ah, okay. Der Hund hat einen Ball vergraben. Das ist ja okay. Den Ball kann er ruhig vergraben. Mein Hund vergräbt auch manchmal Bälle. Ein Knochen. Und was noch? Eine Zeitung. Ja. Guck mal, der Hund ist auch ein Feini, oder? So ein Feini.
Oh, was? Ich habe die Lasagne verbrannt. Was? Was hat er hier? Was hat er hier vergraben? Einen anderen Hund? Nein, Garfield hat den Hund vergraben. Was? Was? Wo bin ich jetzt? Wo sind wir? Unser neues Zuhause? What? Ich habe einen Ort gefunden, an dem wir bleiben können. Und wie lange bleiben wir hier? Wie lange war ich weg? Sieh dich um. Wir sind an einem neuen Zuhause. Ich habe Benzin gefunden. Das ist doch das gleiche Haus, oder? Das ist das gleiche Haus. Oder sind wir jetzt jemand anders? Sind wir jetzt jemand anders, der in dieses Haus einzieht? Aber was ist mit diesem Pickup-Truck hier? Warte, ich laufe nochmal ums Haus drumherum. Ich will mich erst noch ein bisschen umsehen hier. Oh. So Kabel, hier so ein Seitenschneider. Die Schaufel. Das ist die Schaufel, die wir eben benutzt haben. Warum ist das Haus jetzt mitten im Wald? Okay, wir gehen mal rein. Die Vordertür ist ja offen. Hallo? Die Vögel zwitschern. Alles. Ah, das ist. Oh. Ja, moin. Hier war ja mal eine Garage nebendran. Jetzt nicht mehr. Gibt keine Garage mehr. Oh, was ist das? Meat Snack. Ein Fleischsnack? Okay. Die Tür ist verschlossen. Die Tür nach unten auch. Hier sind wir da, was mal das Schlafzimmer war. Und was ist hier? Klebeband. Okay. Klebeband? Eine Zange, einen Seitenschneider. Und was haben wir noch gefunden? Den Fleischsnack, genau. Aber was soll ich damit jetzt machen? Kann ich hier noch irgendwo was finden? Oder muss ich vielleicht an dem... Oh. Oh. Wem gehört dieser Ort? Er gehört jetzt uns. Niemand kommt hierher zurück. Was bedeutet das? Wie lange war ich weg? Was lässt du mich dieses Mal tun? Was war das gerade? Ich habe was gehört. Silence, wir hören nichts mehr. Ist gerade eine Tür aufgegangen? Ja. Hier, die Tür ist offen. Oh. Oh. Was? Was ist das denn? Ich bin nicht der Meister. Du wirst deinen Meister nicht in Frage stellen. Du hast deine Zunge rausgeschnitten und dir selbst eine Erinnerung geschrieben. Ich bin nicht der Meister. Er hat sich selbst die Zunge rausschneiden müssen. Und jetzt soll ich mich wieder anziehen. Okay, mach ich. Kann ich auch wieder raus, bitte? Kann ich auch? Die Zange nehmen wir wieder mit. Na klar, geh ins Auto. Okay, mach ich. Heißt das, wir können jetzt nicht mehr reden? Oh, zurück ins Auto. Oh, wo sind wir jetzt? Cut the phone line. Wir sollen die Telefonleitung durchschneiden. Warum? Wieso? Wem gehört das Haus? Wo sind wir? Und wo ist die Telefonleitung? Hier ist eine Hundehütte mal wieder. Wo kommt die Leitung denn an? Wenn ich weiß, wo sie ist, dann kann ich sie auch durchschneiden. Die muss doch hier irgendwo sein, oder? Oder muss ich das hier vorne an den Masten einfach machen? Kommt die hier? Muss ich hier hochklettern? Climb. Ja, muss ich. Okay, wir kappen die Telefonleitung, damit niemand um Hilfe rufen kann wahrscheinlich. Bin mir aber nicht genau sicher. Bin kein Experte. Kabel durchschneiden. Okay, Hund bellt. Ich soll den Hund zum Schweigen bringen? Nein, der arme Dogger. Oh, guck mal. Oh nee, wir geben ihm einen Snack. Okay, er freut sich über einen Snack. Okay, ich dachte schon, wir tun ihm was. Der arme Hund. Okay, wir gehen hier rein. Auch verschlossen. Warte, war hinterm Haus noch eine Tür? Oder ein Fenster? Wo wir einbrechen können? Ja, hier. Ja. Was war das? Was? Jemand hat geschossen, irgendwas? Wo? Oh. Ich bin in dem Haus. Hier sind die ganzen Spielsachen, die ich eben gesammelt habe. Muss ich mich... Ich muss mich im Schrank verstecken, oder? Irgendjemand kommt. Oh! Oh! Ende der Demo. Alter, was ist mit diesem Spiel? Die erste Demo war schon schlimm. Zweite Demo ist noch 10-mal schlimmer. Leute, wenn ihr die nächsten Updates von diesem Game auch sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, damit wir 250.000 Abos knacken und checkt gerne die letzte Folge von Fredbear's Backstory aus. Habe ich euch hier verlinkt. Lasst gerne eure Meinung zu The Last Monday Garfield Game in den Kommentaren da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.